Hallo und herzlich willkommen zurück, ihr tapferen Recken, hier im Sauzpark. Im Sülzpark. We've been getting reports of a bunny rabbit running around people's yards. Ja, das mit dem Kaninchen wissen wir ja schon. Ach doch, steh nicht so rum. Wo ist denn der Krüppel? Ach da, ich darf den so nennen, wir sind Freunde. Da liegt eine tote Katze, komisch, verstehe ich nicht. So, was hat denn Braveheart heute auf der Agenda? Wir wollten ja mal ganz kurz gucken. Weihnachtsmann, ein neuer Freund. Ich freue mich. Wir haben schon 57 Freunde, das ist ja gar nicht mal so wenig. Räuberklinge, Stab der Riesenmöpse, juhu. Fähigkeiten können wir jetzt momentan. Quests, finde neue Verbündete, rekrutiere die Goskets Non-Konformist. Elternratprobleme. Da du jetzt weißt, wie man den verstohlenen Quietscher benutzt, kannst du dich auf die Baustelle des Taco Bell. Sprich mit Farmer Bill auf der Farm. Da müssen wir da hinten hin. Ach du Scheiße. Okay, das heißt, wir laufen jetzt erstmal ein bisschen. Moment, ich gucke nochmal ganz kurz auf der Karte. Wir haben da irgendwie eine Menge. Wir haben hier Schweinbärmann. An einem Elektron. Ah, da ist der Schweinbärmann noch. Okay. Das heißt, ich. Die Ogerin. Begib dich zu meinem Haus der Marschs. Leck mich am Marsch. Wir gehen jetzt mal nach Süden. Kommen wir hier nach Süden? Nein, wir müssen hier irgendwo nach Süden kommen. Die Mädels haben eine Geheimbasis, hast du gehört? Da müssen wir auch noch hin. Hier geht's nach Süden. Okay, das Haus der Marschs. Das müsste doch hier irgendwo sein. Gut, nochmal ganz kurz vorsichtig auf der Karte. Lalala, lalala, okay. Nur vorsichtshalber. Ja, hier wohnt Cartman. Dann müsste es das nächste Haus sein, ne? Ja, hier müsste es eigentlich sein. So. Und da wohnt... Ja, ich weiß genau, wer der Oger ist. Das wissen wir doch alle schon. Das haben wir doch von Anfang an gewusst. Huch. Ich laufe mal eben gegen das Fernsehmöbel. Ich weiß genau, wer der Oger ist. Ich weiß es genau. Who the fuck are you? I'm gonna kill you, Kurd. Ich dachte, das wäre der Oger. Wo geht's denn hier hin? Ah. Shake-Gewicht. Ach, ich erinnere mich. Ist es das mit dem Sprachmodul? Hier ist dein Taxigeld. So, das Schwert der 1000 Wahrheit. Oh! Oh, das möchte ich bitte haben und bei WoW benutzen. Das wäre so schön. Riesenschnurrbart. Auch der Stan Marsh-Schnurrbart. So, Karte für medizinisches Marihuana. Ich weiß schon genau, wessen Seite das ist. Und die letzte Unterhose. Ja! 5 von 5 Unterhosen, Alter. Aber wofür? Ich weiß gar nicht, wofür wir die brauchen. Die Lampe ist kaputt. So, wie kommen wir denn jetzt... Aber wie kommen wir denn jetzt zu der Ogerin hin? Das weiß ich gar nicht. Stan's Dad takes really big shits. Das stimmt. Ich hab vergessen, wie viel Kurik, aber das Thema hatten wir ja schon mal. Wie kommen wir denn jetzt da hin? Who the fuck are you? I'm gonna kill you, Kurd. Wir können da auch nichts machen, ne? Können wir aus Stans Zimmer rüber? Nee, ne? I'm never coming out. I'm never coming out. Kann auch was Neues ausdenken. Okay, die Tiere des Waldes, die Schritte haben wir schon befolgt. Da waren wir schon. Oh, Entschuldigung. War bestimmt wichtig. Den können wir nicht. Können wir vielleicht, Ich bin so gemein. Ich mach den ganzen Spielzeuge kaputt. Was ist das denn da oben? Guck mal. Wie cool. Kann man mich nicht mitnehmen. Aber es ist schön, dass man hier so ganz kleine, so kleine Effekte eingebaut hat und sowas. Das mag ich gerne. So Kleinigkeiten einfach. Oh. Zahnrad auf Feder nehme ich natürlich gerne mit. Ich weiß nicht genau, wie kommen wir denn jetzt zur Ogerin? Das ist mir echt ein Rätsel. Die Ogerin. Begib dich zum Haus der Marsch. Da sind wir ja gerade. Mach dich bereit mit Stan. Ach, mit Stan. Ach, okay. Dann müssen wir mal ganz kurz... Wo sind denn... Ah, Gruppe. Da hinten. So. Jimmy.
voll die mega Fragezeichen noch. Stan zeigt mit dem Laserpointer des Waldläufers auf den Schritt des Ziels und lässt Sparky angreifen. Stan folgt dem Weg des Kriegers und verlässt sich auf die Schärfe seines Verstandes und Schwertes. Stans treuer tierischer Gefährte Sparky kann zum Kampf gerufen oder beauftragt werden, auf bestimmte Hindernisse zu pissen. Sehr gut. Tja, dann... Down on that side is where my parents live. Du kannst ruhig aussprechen. So, hier ist die Höhle der Ögerin. Stan the Man, komm, wir gehen rein. Give me back my iPhone, Demon! You little turd! I've brought help! Let's see you try and take us both! Ah! Your days are numbered, She-Ogre! Scheiße! Die hat keine Eier, wo soll ich da hintreten? 7000! Heilige Scheiße! Okay, dann lass uns das durchziehen. Okay. Ene, mene, miste, Muschikraut! Ach, und wieder nachtreten vergessen. Nein, und sie steht wieder auf. Weil es ihr nichts ausmacht, weil sie keine Eier hat. Deswegen. Todesmarkierung. Okay, probieren wir mal aus. Ich denke, meine Mom did a pretty sweet job with my costume. Attack! So, Todesmarkierung haben wir gemacht. Fähigkeiten, was hat er denn? Diskus der Macht. Stan Wirbelwind. Der Diskus kann zu zufälligen Zielen weiterfliegen. Wirbelwindschlitzer. Stan wirkt wie ein drehendes Schwert, das mehrere Feinde trifft. Das ist super. Den haben wir früher gebraucht. Die, you disgusting wench. Oh, scheiße. Nein, zu spät. Okay. 7000 hat die Alte. Dann wird es Zeit. Heilige Scheiße, ist die gut. Todesmarkierung bringt nicht so viel. Aber wir nehmen alles, was wir kriegen. Do you mind if I update my status while we're waiting here? Ja, mach mal. Red Rocket! So, Abwehr verringert. Der ist nicht so gut. Ach, fuck it. Okay. Ein Gesundheitstrank. Ach, angewidert auch noch. Fuck. Dude, my injuries are super grievous right now. Ja, ich kann nichts dafür. I don't feel so good. Der das Ziel zusätzlich betäubt, das muss funktionieren. Immun! Die kann nicht immun sein gegen Furze. Das geht nicht. Scheiße. Little help over here. Ja. Na super. God. Nein! Alter! Was für ein Monster! So, die kotzt. Machen wir die jetzt selber fertig, weil ich möchte die Beschwörung nicht benutzen. Aber wir können die eh nicht gegen Bosse benutzen. Feinde, aber die müssen wir gegen mehrere Feinde machen, nicht gegen einen, oder? Fähigkeiten. Halbiert Rüstung, entfernt Schilde, verringert die Abwehr. Ich mache einfach die Räuberklinge, die bringt 1000. Ich gehe das Risiko ein. Shit. So. Gegenstände. Kleinen Gesundheitstrank gönnen wir uns. Hm? Manchi, manchi, manchi. So, und weiter geht's. Nein! Ach, egal. Scheiße, ich hab geblockt und jetzt bin ich... Ich bin fast am Boden. 1013. Und ich kann kein Chipotle essen. Ich bin am Arsch, Freunde. Ich bin am Arsch. Das erste Mal, dass wir verlieren. Gegen Stans Schwester. Nein! Aber sie ist ein ehrenvoller Feind. Und jetzt auf die letzten Meter eine Beschwörung verschwenden, das will ich nicht.
Wir haben keinen Furz mehr im Darm. Es bringt nichts. Nein! Nein! Game over? Habe ich noch nie gesehen. Cooler Screen. Ich weiß gar nicht, welcher Folge wir sind, aber wir sehen jetzt erstmal diesen Bildschirm. Zum Glück haben wir ein paar Wiederbelebungsleckereien dabei. Das nächste Mal wissen wir Bescheid. Huch. Nothing can prepare you for this battle. If I die, tell the guys I fought bravely. Habe ich vorher noch gar nicht gesehen. Besiege Shelley Marsh. Ich gehe jetzt mal in sein Zimmer. Mal gucken, was er zu erzählen hat. So, this is my room. Okay. Das ist also deine Gitarre? Das ist also deine Lampe? Das ist dein Fallschirmspringer? Ach so. Naja, okay. Soll ich die mal vielleicht aus Bett? Okay, dann gehen wir mal rüber. Down on that side is where my parents sleep, and across from that is the cave of the She-Ogre. Okay, dann probieren wir das mal. Wir probieren es ein weiteres Mal aus, natürlich. Give me back my iPhone, Demon! You little turd! I've brought help! Let's see. Komm schon. Your days are numbered, She-Ogre! Jetzt aber mit Beschwörung. Scharfschaden aufschlitzen. I think my mom did a pretty sweet job with my costume. Dann probieren wir das mal aus. Mal gucken, was passiert. Kimchi! Shitty walk? I'm gonna do my war dance now. That could have sucked a lot worse. Oh, take my iPhone again, and I shall bring justice swifter yet. Get out of my room, turd! Vergiss nicht, ein Handtuch mitzubringen. I bow to you, Ogre Slayer. I'm glad to call you friend. Level 9, Fähigkeit freigeschaltet. Quest erfüllt die Ogerin. Stan, neue Freundschaftsanfrage. Ich freue mich und wir haben eine Aufwertung. Das war jetzt aber sehr einfach. Na gut, mit einem Special Move natürlich. Aber dann doch sehr, sehr einfach. So, Fähigkeiten. Was können wir machen? Wir wollten das hier machen, ne? Horn des Zorns entfernt jetzt Buffs von allen Feinden. Nö, oder? Macht eine Feinde taub? Was? Wollen wir das machen? Entfernt, wenn Feinde macht, von allen Feinden im Kampf? War es das, was wir machen wollten? Ich weiß es nicht. Du kannst eine weitere Aktion durchführen, wenn du das Ziel ausnockst. Das wollten wir machen. So. So, neue Nachricht von Stan. Ich freue mich, glaube ich. Halt, das war hier. Du hast einen neuen Freund. Stan. Die Ogrin ist erledigt. Jetzt können sich alle Elfen wieder gefahrlos im Lande Lanion bewegen. Kyle und neun anderen gefällt das. So, und wir müssen noch ein paar Banner kaputt schnetzeln. Da ist der Papagei da hinten auf dem Ding. Und hier sollen wir noch... Wo sollen wir denn hier das Ding anbringen, frage ich mich. Ach, da oben am Starkstrom-Ding. Ah, okay, verstehe. Gut, dann gehen wir nochmal hier rein. Das haben wir... Ach, wir vergessen jedes Mal hier irgendwas beim Haus. Das ist natürlich doof, aber egal, wir haben keine andere Wahl. Wieso gehe ich jetzt außen rum? Ich weiß es nicht, aber auch egal. Wir sind ja eh fast da. Habe ich ganz vergessen, das Ding. Schweinbärmann-Sensor. So, dann wollen wir mal gucken. Eine Sache vom Schweinbärmann fehlt noch. Dann können wir den auch rufen. Wobei ich da ein bisschen... Also, ich kenne den noch aus der Serie und ich will den nicht zwingend rufen. Das muss ich nicht unbedingt. Also, es ist... Es gibt Schöneres. Es gibt Schöneres als den Schweinbärmann. Ich weiß nicht was, aber es gibt Schöneres. So, laden. Ahoi, Maplebeard. Ich
Ich weiß immer noch nicht, wo das letzte Kind ist, ehrlich gesagt. We should hang out. Ja, jetzt sofort. Ja, geile Sau, du bleib da liegen. Oh. Entschuldigung, manchmal, wenn man ins Hauspark wohnt, dann geht's mit einem durch. In Sauspark. Sag mal Sauspark. Okay, bevor wir jetzt einfach sinnlos durch die Gegend laufen, hier hätten wir noch Wiederherstellung des... Also ist das doch eine Flagge. Okay, ich war mir nicht sicher, das Segel oben, glaube ich, ne? Oder habe ich die Flagge einfach übersehen? Wir müssen doch noch alle Banner wegknüpfen. Ach nee, das... Ach, ich dachte, das Segel wäre es gewesen, aber es ist einfach das Kackding da. Zerstöre das Banner im Spielpark. Okay, halt! So, wo haben wir noch Banner? Hier auf der Straße ist nichts mehr. Außer einer Kirche haben wir was? Vulkanien-Nini. Ach, das ist das iPad von Kevin, genau. Okay, Großwildjagd mit Jimbo. In der Schule? Großwildjagd mit Jimbo? Ernsthaft? Aber wir kommen doch gar nicht in die Schule rein. So, ein Banner. Hier sollen wir noch den Furz und so. Elternratprobleme. Da müssen wir uns noch reinfurzen. Und dann gehen wir mal Wiederherstellung des Gleichgewichts. Verschwendetes Lager? Ach ja, Mr. Mackey, genau. Und da oben noch, ach, da haben wir auch noch ein paar. Und da auch noch Großwildjagd mit Jimbo. Und hier Schweinbärmann und Großwildjagd mit Jimbo. Okay, dann gehen wir jetzt rechts rum. Einmal kurz zum U-Storit. So, huch. Nehmen wir natürlich alles mit. So, Missionsziel erfüllt. Kehre zu Hundekacke zurück. Das ist meine Form, bevor ich digitiert bin. So, und jetzt ganz kurz, war Mr. Mackey hier? Nein, das war Al Gore, den kriegen wir auch noch. Mackeys Einheit. Okay, das erste. Mr. Mackey will never quite get over what that owl did to him. Ferasnarf. Und Mr. Mackey, wir erinnern uns vielleicht noch an die Serie, ist ein Messi, weil er damals im Ferienlager von diesem, der Umweltbär, wie hieß der nochmal? Ich hab's vergessen. Eine Owl? Umweltowl? Ich hab vergessen, wie das Viech hieß, verdammt. Jedenfalls hat ihm das nicht sehr viel Freude bereitet. Wie kommt man denn da oben hin? Wir müssen jetzt irgendwie den Berg besteigen. Und damit meine ich nicht deine fette Mutter. So. Entschuldigung. Ah. So, juhu, zerknülltes Papier ist schon mal sehr gut. Geht's denn hier noch irgendwo weiter? Da hinten geht's noch weiter. Ach du Heilige. Ein Ball. Kommen wir da hinten nicht rein? Nee, ne? Können wir da oben was anschießen, dass da vielleicht noch irgendwie was... Nö. Ich dachte, vielleicht kommen wir dann hier rüber, aber das geht offensichtlich auch nicht. Nee? Ach, jetzt sehe ich das erst. Yeah! Hallo? So, Mackeys Schlüssel. Flügel. Oh, ist ja süß. Gesundheitstrank groß. Snacky-Smoos. Mackeys Schlüssel? Mackeys Schlüssel. Die Frage ist, wo kommen wir damit hin? So, können wir ja eigentlich gleich nach da unten. Und gibt's hier sonst noch irgendwas? Halt, da war doch... Gegenstand entfernt. Schwarz-Weiß-Bildschirm. Kehre zu Mr. Mackey zurück. Ach, der hat uns den Bildschirm gegeben, dann sollen wir den... Ah, ja, 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 okay. Dann verstehe ich, warum da vorher Schwarz-Weiß-Bildschirm stand. Wurde mir nicht ganz so klar. So, das war das U-Storit. Jetzt müsste hier irgendwo... War hier nicht auf der Höhe auch noch so ein Banner? Nee, das war nicht hier in der Richtung. Ach nee, ach, das war das Ding. Was ist das da unten? Kehre zu Hundekacke zurück. Okay, jetzt gehen wir aber erstmal nach oben zu Schweinbärmann und Großwildjagd mit Jimbo. Da gehen wir erstmal rechts rum. Kommen wir da überhaupt dran vorbei am Penner? Ich will nicht. Ich will. Ich will. Ich will.
Ich will nicht da oben, ich will... Hallo? Ich lass mich durch. Alter, hier bin ich auch noch nie lang gegangen. So, warte. Ich würde sagen... Für Schottland! So, hier kommen wir dann zur Farm. Da waren wir ja noch nie, meine liebe Fresse. Something about this place reminds me of Jimmy. Do-it-yourself-wheel. Ach, geil. So, Kühe schubsen ist verboten. Da ist das letzte Kind. Oh, you founded me. Juhu, endlich. Kindergartenkinder gefunden, 6 von 6. Kehre zum Park zurück. Das machen wir natürlich. Haben wir wieder eine Quest gelöst. Ich freue mich. Was brauchen wir hier? Scheunenschlüssel. Aber wir können auch hier oben rein. Da oben ist der Wetterhahn. Da müssen wir hin. Ah ja, sieh an. Jetzt müssen wir eigentlich zu El Gore zurück, ne? Platziere den Sensor am Wetterhahn. Kehre zu El Gore zurück. Na, sage ich doch. Könnte lieber zu El Bundy zurückkehren, aber gut, wir haben keine andere Wahl. Und irgendwo hier muss ich noch... Moment. Da kommen wir in den gleichen Wald. Kleidungsfetzen. Juhu, ich freue mich. Wo bringen wir denn jetzt diesen Scheiß an hier? Wir müssen doch irgendwo noch... Oder können wir das nur in der Scheune machen? Dazu brauche ich noch den Scheunenschlüssel. Scheißendreck. Wir können hier nicht Jimbos Großwildjagd machen. Das ist echt doof. Was machen wir denn sonst? Kühe schubsen. Und nach Kanada kommen wir da auch nicht, ne? Da müssen wir durch die Scheune durch, glaube ich. Kann das sein? Alle Wege nach Kanada führen durch eine Scheune. Mist. Ach. Nein. Nein, das können wir auch mal wegschießen. Nein! Jetzt hat er mich zuerst erwischt. Scheiße. Ich wollte noch wegschießen. Horning in on my action. Oh, no, you don't. Okay, Räuberklinge. Natürlich ist der wieder außen vor. Ich hasse das. Batarang. Dann machen wir den. Wir können sogar den Typen anfurzen mit dem Batarang. Ja, sehr gut. Okay, mit dem Schwert. Die ist eh tot. 135, na komm, dann hauen wir die wenigstens weg. Ach, Breitschwert, deswegen. So, noch ein mitgegeben. Und jetzt ist Ende, mein Freund. Du wirst umgesiedelt. Und dazu brauche ich nicht mal einen Furzangriff. Umsiedlung erfolgt. Yeah. So, Sieg. Obdachlosencamp umgesiedelt. Benutze Spritze, natürlich. Und hier geht's noch irgendwie hoch. Da scheint eine Kiste zu sein. Gelb-orange Farbe. Und alte Schamhaare vom Penner. Da freue ich mich sehr. Ich glaube, die verkaufe ich in einem japanischen Erotikmagazin. Penner-Schamhaare. Gibt's bestimmt auch einen Fetisch für. Okay, wir haben mehrere Sachen. Wir müssen in der nächsten Folge müssen wir zum nächsten. Das erkläre ich gleich im Endscreen. Moment. Also, in der nächsten Folge, wie ich bereits sagen wollte, müssen wir zu Mr. Mackie. Müssen auch gucken, wozu der Schlüssel passt von Mr. Mackie. Und wir müssen diese Banner-Quest abgeben und müssen noch zu El Gore. Das heißt, in der nächsten Folge haben wir richtig viel zu tun. Und ich hoffe, da kommen wir auch richtig gut weiter. Ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Und vielen Dank fürs Zuschauen. Oh, Entschuldigung, mein Drachen. Das war mein Drachen.